Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Pressestunde. In einer Woche wählen wir einen neuen Nationalrat und der Wahlkampf ist somit jetzt wirklich im Endspurt. Und ich darf heute die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ganz herzlich begrüßen. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Und von der Presse Chefredakteur Rainer Nowak. Guten Morgen. Ja, Frau Pamela Rendi-Wagner, Sie haben die SPÖ in einer sehr schwierigen Zeit übernommen. Andererseits ist im Mai einer der größten Skandale in der Zweiten Republik passiert. Das Ibiza-Video hat die Bundesregierung zum Platzen gebracht. Die türkis-blaue Koalition ist gescheitert. Jetzt, ein paar Monate später, im September, führt die ÖVP trotzdem in allen Umfragen haushoch. Und Sie kämpfen, wenn man den zumindest veröffentlichten Umfragen Glauben schenken darf, eigentlich mit den Freiheitlichen um Platz zwei. Wie kann das sein? Naja, Herr Schramm, Sie erwähnen die Umfragen, mit denen bin ich in den letzten Interviews der letzten Wochen sehr oft konfrontiert worden und habe dabei immer klar gesagt, das sind Umfragen und die einzige Umfrage, die mich interessiert, ist die am Wahltag, nämlich am 29. September. Bis dahin haben wir zwar jetzt nur mehr eine Woche, das ist tatsächlich nicht mehr sehr lang, aber was wir aus den Umfragen eben auch sehen, dass es eine Gruppe von Unentschlossenen gibt, die sich bisher mit der Wahl, mit Wahlduellen und dergleichen noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, wie viele Politikinteressierte im Land. Das sind viele Menschen, die vielleicht gesundheitliche Probleme haben, die im Alltag mit existenziellen Sorgen kämpfen, die vielleicht jetzt erst in den letzten Tagen sich ein Bild machen wollen. Und laut Umfragen oder gewissen Umfragen ist das bis zu 1 Million Menschen. Mit dieser Antwort habe ich jetzt ein bisschen gerechnet, aber Tatsache ist... Naja, das ist aber schon eine große Gruppe von Wählerinnen und Wählern, die es auch hier anzusprechen gilt. Und ich sage, was ich spüre und was ich jenseits der Umfragen und Zahlen sehe, höre, wenn ich die letzten Wochen im Land unterwegs war, mit vielen, vielen Menschen, Tausenden gesprochen habe, dann ist das ein wachsendes Interesse an politischen Antworten und Lösungen auf die Probleme der Menschen im Alltag. Aber was glauben Sie denn, woran liegt es? Da gibt es einen der größten Skandale, per Video dokumentiert. Das müsste doch eigentlich ein aufgelegter Elfmeter für die Opposition, die stärkste Oppositionspartei ist eben die SPÖ gewesen sein. Und irgendwie wirkt so, als hat das nicht den ganz großen Einfluss. Wie können Sie sich das erklären? Also ich nehme was anderes wahr. Das ist für mich auch entscheidend. Was spüre ich, was höre ich? Und ich habe mir wirklich Zeit genommen in diesen 8 Wochen, in denen ich in allen 9 Bundesländern unterwegs war, zuzuhören. Und man kann von einer Politikverdrossenheit als solches aus meiner Sicht nichts wahrnehmen. Und ich glaube, dort setze ich an und sage, ich möchte das nützen, dieses Interesse der Menschen an Lösungen. Und vor allem eines ist mir ganz wichtig, dass wir einen Politikwechsel nach dem 29. September haben. Ich möchte keine Fortsetzung der Ibiza-Koalition und das scheint so gut wie paktiert zu sein. Dort müssen wir alle Anstrengungen hinsetzen. Dazu braucht es eine sehr starke Sozialdemokratie und eigentlich 100% ausschließen kann ich es nur durch einen Platz 1 der Sozialdemokratie am Wahltag. Nun sagt Doris Burres heute in einem Interview, also in flächendeckenden Interviews, lobt sie zwar und stellt sich hinter sie, aber sagt gleichzeitig, für den Fall einer Niederlage baut sie vor und sagt, dass sie dann Parteichefin bleiben würden. Also das klingt erstens mal nicht nach Platz 1 auf jeden Fall. Und zweitens, woher kommt das? Gibt es da andersweitige Gerüchte in der SPÖ, dass es einen anderen geben könnte? Und wo liegt eigentlich Ihre persönliche Messlatte? Also grundsätzlich habe ich ein Ziel. Und das Ziel habe ich nicht erst jetzt im Wahlkampf, sondern ich habe mit aller Verantwortung und guter Überlegung im Herbst 2018 die Partei sehr überraschend übernommen von Christian Kern. Das war keine lange Überlegung davor. Und damit ist eine Verantwortung verbunden und ein klares Ziel, nämlich dafür zu kämpfen, egal in welcher Phase, ob in einem Wahlkampf oder nicht, die Sozialdemokratie zu stärken. Und das ist auch jetzt mein Ziel, die Sozialdemokratie zu stärken und ein Wahlergebnis vorwegzunehmen. Das ist auch nicht meine Sache. Das habe ich schon zu Beginn des Wahlkampfes gesagt. Ich kenne keinen Spitzensportler, der am Start steht und sich überlegt, jetzt fahre ich auf Platz 2 oder 3. Das wäre mein Ziel. Alle fahren mit dem Ziel auf Platz 1. Und das ist mein klares Ziel, weil dieses Land einen Politikwechsel braucht. Es darf nicht mehr diese Politik des Drüberfahrens, eine Politik der Spaltung und der Hetze, wie wir es die letzten 18 Monate erlebt haben, fortgesetzt werden. Und persönliche Messlatten, da sage ich Ihnen, die interessieren mich nicht, weil meine persönliche Messlatte ist jene, die Ibiza-Koalition eben zu, also eine zweite Ibiza-Koalition nach dem 29. zu verhindern, mit allen anderen Schmerzgrenzen, Messlatten
beschäftige ich mich nicht. Okay, also nur fürs Logbuch, Sie bleiben in jedem Fall Parteichefin. Ich bleibe Parteichefin, auch wenn Sie das jetzt so... Ja, also wenn das jetzt zur Diskussion steht, ich sehe keine Diskussion. Ich selber führe auch keine Diskussion darüber. Ich sehe auch keinen Grund, eine zu führen. Sie sagen, Sie wollen Schwarz-Blau, Türkis-Blau verhindern. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das zu verhindern? Einerseits Platz 1, haben Sie gesagt, schaut jetzt in den Umfang noch nicht so ganz realistisch aus, aber weiß man nicht. Was wäre denn eine andere Option, das zu verhindern? In Wahrheit bleibt Ihnen dann nur zwei Heile übrig, nämlich den Juniorpartner mit der ÖVP zu machen oder doch, wenn sich das rechnerisch ausgehen sollte, Rot-Grün-Neos. Erstens haben wir jetzt mal noch 7 Tage. Wollen wir nicht vorwegnehmen, wie ein Wahlergebnis wirklich am Ende ausschaut. Das wäre mehr als respektlos den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Aber ich glaube, es ist eine gute Tradition in Österreich, dass der Bundespräsident die stimmenstärkste Partei mit Sondierungsgesprächen sehr schnell, wahrscheinlich am Montag noch, beauftragen wird. Dann werden wir sehen, wer diese Gespräche führt. Ich habe immer klar eine Partei ausgeschlossen, mit der ich keine Gespräche führen werde. Das ist die Freiheitliche Partei, weil für mich Ibiza-Video, mehr als 80 rechtsextreme Einzelfälle, Rattengedichte und dergleichen Grund genug sind, mit so einer Partei nicht eine Koalition einzugehen und so eine Partei auch nicht in eine Regierung zu holen. Und ich werde verantwortungsvoll natürlich allen Einladungen, die der Bundespräsident mir gegenüber ausspricht, annehmen und diese Gespräche auch mit allen führen. Wie zerrüttet ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Sebastian Kurz? Also das ist eine Suggestivfrage, dass Sie schon vorwegnehmen, dass es zerrüttet ist. Ich habe ein Verhältnis, das ist, wir sehen uns ab und an mit 4-Augen-Gesprächen. Man sieht sich jetzt mehr bei verschiedenen TV-Konfrontationen. Ich denke, es ist ein professionelles Verhältnis, sehr innig. Ja, also ist es zurzeit nicht. Die Suggestivfrage hat darauf abgezielt beim letzten TV-Duell im ORF mit Sebastian Kurz oder besser gegen Sebastian Kurz. War das schon sehr emotional und auch in der Tonalität deutlich aggressiver als zuvor? Also emotional würde ich jetzt nicht so sehen, weil ich würde meinen, da war die Diskussion des Moderators ja dahingehend geführt, dass die Frage rund um den Misstrauensantrag, das Thema Vertrauen, Ehrlichkeit in der Politik und meine persönliche Beziehung hier zu Sebastian Kurz erfragt hat. Das war die Fragestellung an mich. Und ich habe darauf eine Antwort gegeben, wo ich gesagt habe, ja, ich habe meine persönlichen Erfahrungen, 4-Augen-Gespräche, die wenig später online in Zeitungen nachzulesen war. Das ist keine vertrauensbildende Maßnahme, das sind keine vertrauensbildenden Gespräche gewesen. Und Sie wissen, dass ich auch das, darauf sprechen Sie wahrscheinlich an, dass ich auch die vor Augen plötzlich gehabt habe, was eine Woche vorher hinter den Kulissen dort im ORF-Studio, was ich hier gehört habe. Das war vor meinen Augen und ich habe auch gesagt, das ist jetzt auch nicht das, was groß vertrauensbildend Richtung Sebastian Kurz wirkt. Und von daher war es mir wichtig zu sagen, das ist, so geht er auch um mit seinen Kindheitsörtlichkeiten. Also vor 2 Jahren ist er noch aufgewachsen in Wien-Meidling. Wir sind übrigens in dieselbe Schule, nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber in dieselbe Schule gegangen. Also das ist eindeutig in Wien. Jetzt ist es plötzlich das Waldviertel. Und man sieht, dass diese Art des Umgangs mit der Wahrheit sich auch in seiner Politik widerspiegelt, dass wir hier zum Beispiel einen Schwenk hatten vor ein paar Wochen, wo er gesagt hat, ja, er ist für die Streichung der Maklergebühren bei den Mietern zur Erleichterung der teuren Mieten. Jetzt haben wir einen Antrag vor 2 Tagen im Parlament eingebracht. Die ÖVP hat nicht zugestimmt. Das ist auch ein bisschen dieses Spiel mit der Wahrheit, das nicht sehr ehrlich ist. Also mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen, weil Sie vermischen da Banalitäten mit inhaltlichen Positionen. Also wenn Sie die Janusköpfigkeit von Sebastian Kurz belegen wollen würden in der Integrationspolitik, wie er sich verändert hat. Kann dann gerne weiterreden. In der Pensionspolitik, da verstehe ich das, darüber kann man diskutieren. Aber ob man die Sommer- und die Ferienzeit bei der Oma im Waldviertel verbracht hat, in der Schule war in Meidling, also wo da jetzt die große Zwei-Gesichter-Strategie der SPÖ, die sehe ich einfach nicht. Ich glaube, in der Politik, wie im wahren Leben, geht es um Vertrauen und Ehrlichkeit. Und gerade wenn jemand in einer Führungsposition ist, dann ist das eine verantwortungsvolle Rolle, die derjenige innehat. Und Bundeskanzler der Republik zu sein, ist eine solche Rolle. Und für mich heißt Führung Verantwortung. Führung heißt Ehrlichkeit und Vertrauen. Und wenn jemand innerhalb von 2 Jahren ganz unterschiedliche Erzählungen seiner persönlichen Kindheit mit derselben Wortwahl sogar abliefert, dann
hinterfrage ich hier schon, wo hier die Ehrlichkeit bleibt, hier über seine Kindheit. Also ich bin in Favoriten aufgewachsen, in 2 Jahren bin ich noch immer in Favoriten aufgewachsen, Herr Nowak. Und trotzdem ist es ja so, dass Ihnen möglicherweise, habe ich schon gesagt, schauen wir uns vielleicht kurz einmal die Umfrageentwicklung an, von Mai bis September. Da ist es, also man sieht beginnend im Mai nach Ibiza, das ist sozusagen die Kumulation aller vorliegenden Umfragen bis eben jetzt im September. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist die ÖVP im Moment bei 34,4%, die SPÖ bei 21,8%, die Freiheitlichen bei 20%, die Grünen bei 11,8%. Die Neos bei 8,6 und die Liste jetzt bei 1,8. Wenn man sich das jetzt rechnerisch anschaut, dann wird Ihnen eigentlich realistisch die Option eben möglicherweise bleiben müssen, mit Sebastian Kurz als Juniorpartnerin zu koalieren. Wie kann sich das dann ausgehen, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben? Menschlich. Also man sagt ja immer, menschlich muss es auch passen. Man ist immer gefragt, im Beruf eine professionelle Herangehensweise zu haben. Und da haben dann persönliche Befindlichkeiten gar nichts zu suchen. Da sitzt man, das wird nach dem Wahltag sein, eventuell, kommt auf das Wahlergebnis an, an einem Tisch. Und das Wichtige ist, was nach diesen Gesprächen und Verhandlungen rauskommt. Und das muss ein Regierungsprogramm für Österreich sein, das Österreich stärkt für die Zukunft, das eine Politik des Zusammenhalts und des Miteinanders macht und dass endlich ein Schlussstrich gesetzt wird unter die letzten 18 Monate der Ibiza-Koalition, eine Politik der Hetze, eine Politik der Spaltung. Das hat unserem Land nicht gut getan, ganz im Gegenteil, das schwächt Österreich, das schwächt Österreich. Lassen Sie mich vielleicht noch ganz kurz nach. Die Politik der Hetze wäre in der Sekunde zu Ende, wenn Sie, also aus Ihrer Sicht, wenn Sie in die Regierung gehen würden. Aber was sind eigentlich die Punkte oder die inhaltlichen, weniger atmosphärischen Punkte, wo Sie sagen, also das ist einfach eine totale Koalitionsbedingung? Also schauen wir an, wie die Sache ist. Sie haben unser Wahlprogramm, das ist ein 160 Seiten starkes Wahlprogramm mit ganz vielen klaren, wichtigen Positionen für ein starkes Österreich in der Zukunft. Und das beginnt bei einer raschen steuerlichen Entlastung der arbeitenden Menschen bis hin zum Schließen der Lohnschere, die jetzt 20% ist zwischen Männern und Frauen, und geht hin bis zu wichtigen Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, zum Beispiel die Klimamaut für LKWs in Österreich, Klimaticket, Klimabonus für Pendler. Und dann sage ich, das sind alles wichtige, notwendige Positionen, die wir brauchen für eine Politikwende in Österreich. Und da werde ich nicht eine Position gegen die andere ausspielen. Aber was ich schon brauche, und das, darum geht es ja in einer Wahl, ich brauche eine Stärkung durch die Wählerinnen und Wähler, die mich dazu in die Lage versetzen, viele dieser wichtigen Positionen für unsere Zukunft auch umsetzen zu können. Und jede Wählerstimme mehr ist mehr ein Umsetzungspotenzial für mich, diese wichtigen Maßnahmen umzusetzen. Und da gibt es nicht eine, die ich gegen die andere ausspiele. Ich glaube, wir brauchen viele. Wir brauchen ein Maßnahmenbündel, um in Österreich für die Zukunft zukunftsfit zu sein und ein Österreich des Miteinanders und des Zusammenhalts wiederherzustellen. Antwort auf meine Frage, aber bitte. Aber es gibt nicht die eine Koalitionsbedingung. Gut, das habe ich jetzt auch gehört. Inhaltlich kommen wir vielleicht noch im Detail dazu. Sie sagen ja, Sie wollen Nummer eins, weil es gibt ja 2 Wege. Die Wahl oder, Wolfgang Schüssel hat das gezeigt, auch mit einer Koalition, die sich jetzt ja auch nicht abzeichnet, aber trotzdem, würden Sie ausschließen, auch als Zweite zum Beispiel Bundeskanzlerin zu werden, wenn es sich so ausgeht, rechnerisch? Das Wort ausschließen war mein Stichwort. Ausschließen kann ich ganz klar eine Partei, mit der ich sicher keine Koalition, in welcher Konstellation auch immer, eingehen werde. Und für alle anderen Gespräche, die der Bundespräsident übrigens koordiniert und zu der er einladen wird, stehe ich natürlich zur Verfügung. Das ist eine verantwortungsvolle Rolle, die wir als Sozialdemokratie immer getragen haben und die ich jetzt natürlich in dieser Situation auch tragen werde. Aber das heißt, auch wenn es rechnerisch im Moment nicht danach ausschaut, Sie würden theoretisch, wenn es ging, könnten Sie sich auch eine Variante vorstellen, wo Sie als zweite Kanzlerin sind? Damit beschäftige ich mich nicht. Aber sagen, ich sage, ich werde die Gespräche werden, führen. Ja. Wenn das eine Gesprächsrichtung ist, in die es eventuell geht, nach einer Wahl, nach Sondierungsgesprächen, Verhandlungen und dergleichen, dann wird das eine von vielen Optionen sein. Und wir gehen in diese Wahlauseinandersetzung und in diesen Wahlsonntag sehr offen, nur mit einem Ziel, so gestärkt wie möglich dort rauszugehen für einen raschen und effektiven Politikwechsel für Österreich. Ich will wirklich in eine andere Zukunft, als die letzten 18 Monate eingeschlagen wurde. Es gibt eine sehr interessante Grafik von der Austropresse-Agentur über das Freispiel der Kräfte im Nationalrat mit so lustigen Farben. Und wissen Sie, welche Koalition, Sachkoalition im Parlament bei diesem freien Spiel der Kräfte am häufigsten war, und zwar mit weitem Abstand?
SPÖ, FPÖ. Also bei den meisten Positionen. Aber auch mit Zustimmung der ÖVP in sehr vielen Fällen. Ja, bei 3, 1, 3, 5, 6 Positionen oder 5, 6 Sachen nicht. Ich kenne eine andere Grafik, aber wird viele geben. Aber also vielleicht, ja, ja, vielleicht ist das, das Freispiel der Wenn man es konkret macht, also in Sachen Großspender hat es eine Einigung gegeben, in Sachen Glyphosatverbot, bei den Pensionserhöhungen, Pflegegeld jetzt, wenn man so will, die Hackler-Regelung neu, also dass Menschen, die 45 Jahre arbeiten, keine Abschläge mehr wie bisher bekommen müssen. Neue Pensionsregel, ja. Das scheint sich ja dann sachlich doch immer wieder ausgegangen zu sein. Warum eigentlich sonst nicht? Besser als zwischen den Türkisen und den Rot und besser als zwischen anderen Konstellationen. Also erstens gab es sehr viele Beschlüsse, die einstimmig, zumindest was die drei Großparteien betroffen hat, ausgefallen sind. Die darf man auch nicht unter einen Tisch fallen lassen. Es gab auch sehr viele Beschlüsse, die Schwarz-Blau alleine getroffen hat. Und es gab welche, die hier Rot-Blau zusammen mit Jetzt oder auch mit Neos gemeinsam getroffen. Ja, das stimmt, das ist Parlamentarismus, das ist der gelebte Parlamentarismus. Und ich bin froh, dass diese letzten 2 Monate im Parlament auch eines gezeigt haben, dass das Parlament lebt und dass wir viele wichtige Maßnahmen, die lange auf der sozialdemokratischen politischen Agenda gestanden sind, dass es uns gelungen ist, die in den letzten Wochen und Monaten auch umzusetzen, die bessere Karenzzeitenanrechnung für Frauen. Unheimlich wichtig, jahrelang dafür gekämpft, weil es eine zu Himmel schreiende Ungerechtigkeit ist, dass Frauen bestraft werden aufgrund der Kindererziehung, dass sie zu Hause bleiben oder Teilzeit sind, dass sie hier schlechtere Vorrückungsvorteile haben im Rahmen ihrer beruflichen Karriere. Glyphosatverbot haben Sie erwähnt, Nichtraucherinnenschutz, aber das ist ein Stichwort. Wir sehen, was passiert. Es ist eine Woche vor der Wahl und wir hören vom ÖVP-Wirtschaftsbund, der gemeinsam mit der FPÖ offenbar schon Gespräche führt, dass hier schon wieder eine Aufweichung des gerade beschlossenen Nichtraucherinnen-Schutzgesetzes wurde von Kurz aber abgelehnt, muss man dazu sagen. Naja, wir werden schauen, wie das ausgeht. Momentan liegt am Tisch eine paktierte Fortsetzung der Ibiza-Koalition. Was ich interessant finde, das, was Sie jetzt Sternstunde des Parlamentarismus nennen und auch Doris Pures nennt das so, war vor allem die größte Geldausgebaktion der letzten Monate. Und wir reden hier von mehreren hunderten Millionen Euro, die zum Teil alle nicht budgetiert sind. Also die sind nicht hinterlegt. Was eigentlich eine Absurdität darstellt, weil als Familie kauft man auch nicht unterm Jahr plötzlich ohne jeden Plan einfach ein Auto auf Leasing oder dann wird es halt dann schwierig und sehr teuer. Das gilt auch für Konzerne. Wir können auch nicht mitten im Jahr neue Redakteure einstellen, einfach so, wenn die nicht budgetiert sind. Warum machen Sie das? Doch verantwortungslos. Also erstens ist der Großteil budgetiert gewesen, weil Sie wissen, dass die jährliche Pensionsanpassung, die ja im Gesetz vorgeschrieben ist, budgetiert sein muss. Sonst wäre es unseriös gewesen vom letzten Finanzminister und sie war auch budgetiert. Die einzigen großen Posten, die dazugekommen sind, dass wir beschlossen haben, übrigens einstimmig, ÖVP, FPÖ und wir, dass die, ich sage nur, dass eine größere Pensionserhöhung bei den besonders kleinen Pensionen erfolgt. Und da frage ich mich schon, da müssen wir schon hinschauen genau, wovon wir sprechen. Das sind Leute mit 1.000 Euro Pension im Monat. Durch die Pensionserhöhung, die wir jetzt beschlossen haben, bekommen Sie 36 Euro mehr im Monat. Ja, Herr Nowak, das ist nicht viel Geld und das ist das Minimum, das mir jemand geben. Das ist eine einzige. Aber es ist ein sehr großer Posten. Es ist ein sehr großer Posten. Viele andere Sachen auch. Nein, wir reden von Finanzen. Hacklerregelung zum Beispiel, Rücknahme. In Zeiten, wo die Leute älter werden, gehen wir her und gehen in die andere Richtung. Aber es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und das muss man dann schon fragen. Also die Hacklerregelung, wenn Sie die jetzt herausgreifen, 45 Jahre sind genug. Wenn jemand mit 15 Jahren ins Erwerbsleben eintritt, zu arbeiten beginnt und zum Teil einen sehr anstrengenden und wirklich kräfteraubenden Job 45 Jahre macht, dann ist der Körper, dann ist der Organismus irgendwann ausgepowert und am Ende. Und das ist ein Unterschied, ob man mit 25 zu arbeiten beginnt, nämlich genau 10 Jahre später. Und ich finde es mehr als gerecht, dass man diesen Menschen zugesteht, ohne Abschläge in Pension zu gehen nach 45 Arbeitsjahren. Das wurde beschlossen. Aber im Übrigen, weil Sie die Finanzen der Budgetbeschlüsse oder der Parlamentsbeschlüsse angesprochen haben, es sind etwa 120 Millionen mehr, als ursprünglich vom Finanzminister hier dargelegt wurde. Der sagt was anderes. Der sagt was anderes, aber wir wissen, er wurde inzwischen auch von der Pensionsversicherung korrigiert, dass die Angaben vom Finanzministerium dahingehend nicht stimmen, weil es sind nicht 400 Millionen, es sind 40 Millionen, die zum Beispiel die Hackler-Regelung neu, 45 Jahre sind genug Kosten, es sei. Aber die Mehrkosten sind etwa 120 Millionen über dem, was der Finanzminister hier gerechnet hat.
120 Millionen, darf ich Sie erinnern, ist alleine die Mehrwertsteuersenkung von Hoteliers gewesen, von 13% auf 10%, die die türkis-blaue Regierung beschlossen hat. Ich muss Ihnen sagen, da schätze ich mich eher ein für Pensionistinnen und Pensionisten, die geringe Pensionen haben, als für die Hoteliers. Und dennoch, Frau Dr. Rendi Wagner, sind Sie in einem Punkt, klingen Sie übrigens ganz genauso wie Sebastian Kurz. Sie sagen immer, das gesetzliche Pensionsantrittsalter sollte man nicht erhöhen, sondern nur das am faktischen quasi schrauben, also mit Maßnahmen, die Sie jetzt bereits gemeinsam abgeschafft haben. Da bin ich absolut d'accord, das gesetzliche Pensionsalter ist für mich derzeit überhaupt nicht antastbar und ist keine Frage. Wir müssen am Faktischen arbeiten. Und da komme ich als Ärztin ins Spiel. Das ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt, nämlich die betriebliche Gesundheitsförderung. Und wie schaffen wir es, Menschen am Arbeitsplatz länger gesund und fit zu halten, weil wir wissen, dass gerade das Thema der psychischen Erkrankungen, Burnout und dergleichen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen hat. Und das fällt ja nicht vom Himmel. Die Arbeitswelten haben sich verändert, der Druck auf den einzelnen Arbeitnehmer und auf die Arbeitnehmerin haben sich erhöht. Das heißt, wir müssen hier mehr investieren, damit die Menschen auch motivierter, gesündere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben und auch dann, damit wir das faktische Pensionsalter damit auch erhöhen können. Es hat sich etwas erhöht in den letzten Jahren. Sie wissen, glaube ich, zwei Jahre in den letzten 10 Jahren. Das ist nicht rasend, da gehört auch mehr Anstrengung hineingelegt, bevor wir darüber nachdenken, das theoretische Pensionsalter hier zu heben. Weil das würde nur eines verschärfen, die Altersarmut. Und davon sind 80% Frauen. Und da machen wir nicht mit. Weil Sie jetzt sind Freutsch, also im theoretisches Pensionsantrittsalter gesagt. Das gesetzliche. Weil Sie jetzt die Arbeitswelt ansprechen, ganz generell. Es hat ja in der letzten Regierung die Arbeitszeitflexibilisierung 12-Stunden-Tag gegeben. Der Gewerkschaftsvertreter Muchitsch hat das zur Koalitionsbedingung erkoren, dass das sozusagen zurückgenommen werden muss. Jetzt gibt es das seit September im Vorjahr. Muss man nicht ehrlicherweise sagen, so schlimm ist es nicht geworden, erstens. Und zweitens hat die SPÖ noch eine Reihe anderer Forderungen, die fein klingen. Sechste Urlaubswoche, vier Tage Arbeitswoche. Wie soll sich das alles ausgehen? Oder passt das eben zu dem, was Sie gesagt haben, dass sich eben die Arbeitswelt ändert und Sie sozusagen lieber die Leute 4 Tage und dafür gesund arbeiten lassen wollen? Das waren jetzt viele, viele Punkte auf einmal. Aber Arbeitswelt. Vom Arbeitszeitmodell bis zur 4 Tage, 6. Urlaubswoche und dergleichen, die Arbeitswelt. Ganz kurz zur 12-Stunden-Woche. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit der Koalitionsbedingungsfrage auch zusammen. Wir haben klar, ich verstehe das voll, Sozialsprecher, Gewerkschafter Beppo Muchitsch hat hier einen ganz klaren Fokus auf ein wichtiges Thema, nämlich die Arbeitszeiten. Und da haben wir eine ganz klare Sicht auf die Dinge, dass das Thema Arbeitszeit natürlich ein Thema sein wird in jeglicher Koalition, sollten sie stattfinden in jeglichen Koalitionsgesprächen. Aber ich möchte hier nichts vorwegnehmen, weil es gibt viele andere Punkte, die ich auch klare Positionen, die ich in solche Gespräche reinnehmen möchte. Lassen Sie mich kurz dazwischen fragen, weil jetzt muss man sagen, jetzt gibt es das seit einem Jahr und irgendwie die große Katastrophe scheint nicht eingetreten zu sein. Naja, aber oder? Da kenne ich schon Berichte, zum Beispiel gerade im Bereich der Hoteliersbranche und der Gastronomie, wo ich Berichte jetzt kenne, dass zum Beispiel durch Stichproben des Arbeitsinspektorats in Vordelberg jetzt 3 Hotels, Hoteliers angezeigt wurden, weil sie zum Teil 90 Wochenarbeitsstunden bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufgezeigt haben. 90. Das heißt, man verschiebt hier Grenzen immer weiter Richtung unmenschliche Arbeitszeiten. Das ist schlicht verboten, völlig richtig. Aber es hat sich noch mehr verschoben in den letzten 2 Jahren oder 18 Monaten durch das neue Gesetz. Weil früher waren es dann halt 70 bis 80 und jetzt sind es 90. Es verschiebt sich. Und da mache ich auch nicht mit, weil da sage ich, da müssen wir vor allem schauen, dass eines nicht ausgehebelt wird. Und das ist durch dieses Gesetz ausgehebelt worden, die Mitsprache der Betriebsräte und der Personalvertretungen. Weil es braucht den Ausgleich. Es ist keine Einbahnstraße, die Arbeitszeitflexibilität. Und das ist etwas, was komplett fehlt übrigens in diesem neuen Arbeitszeitengesetz. Gegen Arbeitszeitflexibilisierung hat Christian Kern schon nichts gehabt und habe ich auch nichts. Aber es darf nicht zum Nachteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein. Da kommt dann der Rechtsanspruch auf die 4-Tage-Woche ins Spiel, der übrigens plakatiert oder sagen wir inseriert wurde von der damaligen Arbeitsministerin Hartinger-Klein. Mit der Einführung der 12-Stunden-Woche käme auch der Anspruch auf die 4-Tage-Woche. Ist er gekommen? Er ist natürlich nicht gekommen. Die Arbeitswelt hat sich verändert, da haben Sie völlig recht, Herr Schomm, der Druck steigt auf die Arbeitnehmerinnen. Und da sage ich, es ist auch
eine Frage der Gerechtigkeit. Wir haben bei Beamten die Möglichkeit auf die 6. Urlaubswoche oder den Rechtsanspruch ab dem 43. Lebensjahr. Wir haben es, wenn einer bei einem Dienstgeber 25 Jahre durchgehend arbeitet, den Anspruch auf die 6. Urlaubswoche. Die meisten heutzutage arbeiten nicht 25 Jahre durchgehend bei einem Arbeitgeber, weil die Arbeitswelt sich dynamisiert hat und flexibler geworden ist. Deswegen ist es mehr als eine Anpassung, eine Modernisierung, eine Gerechtigkeitsfrage, dass wir allen nach 25 Jahren die Möglichkeit auf eine 6. Urlaubswoche geben, weil der Körper einfach nicht mehr so leistungsfähig ist, Regenerationszeit braucht. Und am Ende profitieren alle davon. Das sind motiviertere Arbeitnehmer, das sind gesündere Arbeitnehmer und das sind auch einsatzfähiger. Die haben auch viel mehr Motivation, was zu geben, wenn man ihnen Regenerationsmöglichkeit durch die 6. Urlaubswoche zugesteht. Und Marcel Hirsch hat mit 30 Jahren gesagt, meine Akkus brauchen jetzt länger, um aufzuladen, ich höre auf. Also es ist nach 25 Jahren eine Urlaubswoche kein Luxus. Würde ich jetzt meinen, vielleicht einen speziellen Beruf. Nein, aber ein Schwerarbeiter am Bau, Herr Nowak, der jetzt sogar 12 Stunden bei heißen Temperaturen von 35, 36 Grad diesen Sommer gearbeitet hat, das ist Spitzensport. Eine Pflegerin, die Nachtdienste macht mit 12 Stunden und mehr im Spital und Körper heben muss, die 80, 90, 100 Kilo schwer sind, das ist Schwerarbeit, Herr Nowak, das ist körperliche und auch psychische Schwerarbeit. Also ich würde hier die Unterschiede nicht zu groß ansetzen. Deswegen, das ist mehr als gerecht, dass wir das allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugestehen. Und wenn wir bei der Arbeitswelt sind, die Arbeit gehört steuerlich entlastet. Ich will eine rasche steuerliche Entlastung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des 1.700 steuerfrei und ein Mindestlohn von 1.700 Euro, weil jemand, der Vollzeit arbeitet, muss gut von diesem Job leben können. Alles andere ist nicht zumutbar in einem Land wie Österreich. Kurze Nachfrage zu einem Punkt. Sozialversicherungszusammenlegung, heftig kritisiert worden, von der Opposition, auch von Ihnen. Es soll irgendwann einmal 1 Milliarde bringen an Ersparnissen. Sie bestreiten das vehement. Ist eine Zurückführung, Auftrennung, Rückführung dieses Reformprozesses oder Nicht-Reformprozesses, wie Sie das formulieren würden, ist das eine Koalitionsbedingung oder kommt das auf jeden Fall in die Regierungsverhandlungen? Ich habe das schon einmal beantwortet, weil wenn es so leicht wäre, da gibt's, das ist kein Lichtschalter, den man einfach wieder in die andere Richtung umkippt und dann ist alles wieder wie vorher. Das ist nicht so, weil da wurde viel zerschlagen, umgebaut, da wurden eine zusätzliche Verwaltungsebene, österreichische Gesundheitskasse eingezogen mit mehr als 40 neuen Leitungspositionen. Da wurde ganz viel umstrukturiert. Also das rückzuführen, 1:1, ist in dieser Form nicht möglich. Man muss sich das in der Summe anschauen und sagen, wo gibt es hier die Schrauben, an denen man drehen muss. Und ich sage, die heißen ganz einfach Leistungsharmonisierung. Ich finde diese 3 Leistungspakete für Beamte auf der einen Seite, für Selbstständige und für Angestellte, diese 3 großen Kassen mit unterschiedlichen Leistungsangeboten in der Gesundheitsversorgung, finde ich nicht gerecht. Eine Leistungsharmonisierung muss gegeben sein. Und wir müssen auch darauf schauen, dass diejenigen, das steht in der Verfassung im Sinne der Selbstverwaltung, dass die Versicherten, nämlich die Angestellten und die Arbeitnehmer, die größte Gruppe der Versicherten, auch über ihre Versicherungsgelder entscheiden dürfen. Auch diese Entscheidungsverhältnisse wurden extrem verändert durch diese neue Sozialversicherungsreform oder Zerschlagung. Auch das muss man sich genauer anschauen. Da gibt es viele Schrauben, die man hier drehen muss. Aber ein 1:1 umdrehen, das wird es nicht geben, weil das kostet dann nochmal 1 Milliarde. Also die versprochene Patientenmilliarde, die Sebastian Kurz und Hattinger Klein hier in Aussicht genommen haben, die gibt es nicht. Das bestätigen alle Expertinnen und Experten. Und wenn ein Marketing dieser österreichischen Gesundheitskasse, dieser neuen Sozialversicherung, über 2 Millionen Euro kostet, dann stellt es mir als Ärztin und Gesundheitsexpertin alle Haare auf. Weil damit können Sie über 30 Krebspatienten die modernste und teuerste Krebstherapie für 1 Jahr bezahlen. Und ich sage Ihnen, wir haben jetzt aktuelle Hinweise und Daten vom AKH in Wien, dass viele Menschen in anderen Bundesländern wie Niederösterreich, in der Steiermark, diese moderne Krebstherapie zum Teil nicht bekommen und weitergeschickt werden nach Wien. Das ist nicht gerecht. Das ist wirklich eine zu Himmel schreiende Ungerechtigkeit, dass moderne Krebstherapien nicht in allen Bundesländern, nicht in allen Schwerpunktspitälern zur Verfügung gestellt werden. Da habe ich auch eine ganz klare Ansage, dass ich sage, diese
Therapiegerechtigkeit muss gegeben sein, unabhängig davon, wo ein Mensch lebt, wie groß die Geldbörse ist. Über diese, was Sie hier erwähnen, haben wir in der Zeit im Bild vor 2 Tagen berichtet. Genau. Trotzdem, das mit den Behandlungen, also ist das nicht eher ein strukturelles Problem zwischen den Bundesländern als eines, ob es jetzt eine österreichische Gesundheitskasse oder eben eine, weiß ich nicht, Tiroler, Wiener, Vorarlberger Gebietskrankenkasse gibt. Also die Leistungsharmonisierung, was hat das jetzt für den Patienten mit dem Überbau sozusagen zu tun? Naja, weil versprochen wurde, dass es einheitliche Leistungen geben wird. Das war auch mein Ziel damals als Gesundheitsministerin. Sie wissen, dann gab es nach 2 Monaten meiner Ministerinnenschaft die Ausrufung der Neuwahlen von Sebastian Kurz. Und das ist ein Ziel. Es haben alle Versicherten das Recht auf die gleiche medizinische Versorgung, auf die gleichen modernsten Therapien, und am teuersten sind die Therapien eben im Krebsbehandlungsbereich. Und deswegen müssen wir dort genauer hinschauen. Und es ist tatsächlich so, dass hier Unterschiede nach Bundesländern sind. Das ist derzeit gegeben. Unterschiede von Spital zu Spital, das ist inakzeptabel. Wenn Krebspatienten in Niederösterreich andere Therapien zur Verfügung gestellt bekommen als in Wien. Deswegen müssen wir genauer hinschauen und sagen, das darf nicht sein. Alle haben den Anspruch auf dieselbe modernste Therapie. Und das ist eben im Bereich der Immuntherapie, sind das 80.000 Euro Kosten im Jahr. Ist das nicht ein generelles Stadt-Land-Problem? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in Hallstatt lebe, habe ich auch eine schlechtere medizinische Versorgung, als wenn ich in Linz lebe. Ist das nicht einfach so? Nein, das sind ja zum Teil Menschen, die auch von anderen Universitätskliniken nach Wien geschickt wurden. So ist es nicht. Und wir haben ja jetzt auch das Universitätsklinikumverband oder wie es heißt in Niederösterreich. Das sind ja auch gute Spitäler, keine Frage. Aber wenn hier ungleiche Behandlungen zur Verfügung gestellt werden, je nach Bundesland, dann ist das inakzeptabel. Und ich gerade im Krebsbereich hätten wir so gutes Potenzial, hier an vorderster Front zu kommen und gegen Krebs zu kämpfen im Bereich der Forschung. Da gehört mehr investiert. Es braucht ein neues Versorgungskonzept bei der onkologischen Behandlung, bei der Krebsbehandlung. Und Sie sprechen eines an. Es muss den Menschen ja möglich sein, wohnortnahe hier auch, weil so eine Behandlung dauert oft mehrere Monate, wohnortnahe gut behandelt zu werden. Vom Hausarzt, aber auch von den umgebenden Spitälern. Und da muss es ein neues Versorgungskonzept geben, der Verschränkung und Vernetzung mit Schwerpunkt- und Expertenkliniken, wie zum Beispiel dem AKH Wien, AKH Linz und Universitätsklinik in Graz. Das sind neue Konzepte. Und es braucht mehr Innovation bei der Prävention. Wir müssen auch gegen den Krebs hier mehr auftreten, was die Prävention betrifft. Screening-Programme, wir haben das Mammographie-Screening, und ich bin dafür, dass wir auch Früherkennungsprogramme bei Dickdarmkarzinomen einführen ab dem 50. Lebensjahr. Damit könnten wir durch die Frühheilung extrem die Heilungschancen erhöhen, die Prognose zu überleben erhöhen. Das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und Prävention im Bereich der Kinder, bessere Ernährung in der Schule, mehr Bewegung in der Schule, das sind Dinge, die auch eine starke Prävention sind und Umsetzung des Nichtraucherinnenschutzes. Ich weiß, finden Sie sicher zynisch, aber ich muss das Thema wechseln, auch wenn Sie sich bei dem Thema, glaube ich, am besten und am meisten zu Hause fühlen, nämlich das Thema Steuern und Kosten. Wenn man sich so anschaut, was Ihre ganzen Vorschläge, Forderungen irgendwie gemeinsam beinhaltet, ist ein Punkt, dass sie alle so sehr viel Geld kosten werden. Und da stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit, der Gegenfinanzierung. Da gibt es zwar einige Vorschläge für neue Steuern, aber das wird sich nicht ausgehen. Sie geben mehr Geld aus in Ihren Forderungen, als Sie durch diese Steuern einnehmen. Das ist definitiv so. Also ich habe darauf bestanden, wie wir begonnen haben vor einigen Wochen, mit der Erstellung unseres Wahlprogrammes, welche wichtigen Zukunftsinvestitionen gibt es aus meiner Sicht zu tätigen. Die beginnen natürlich bei Klimaschutzmaßnahmen, Ausbau des Nahverkehrs, Klimaticket, leistbares Klimaticket, Lkw-Maut und dergleichen, dass wir bis hin Schließen der Lohnschere und alle die Dinge, die wir heute auch schon angesprochen haben. Und ich habe darauf bestanden, dass alles finanziell hinterlegt ist mit einer Ausfinanzierung. Und es ist hinterlegt mit einer Finanzierung. Und ich kann Ihnen sagen, im Bereich des Steuerkonzeptes war es mir wichtig, hier einen Einklang zu haben, dass wir sagen, eine rasche Entlastung der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer um 5 Milliarden. Das ist 1.700 Euro steuerfrei für alle. Das betrifft übrigens nicht nur Angestellte und Arbeiter, das betrifft auch Einpersonenunternehmen, kleine Unternehmer, die davon profitieren. Auch der Manager profitiert am Ende von dieser Steuerbefreiung von 1.700 Euro. Es geht darum, die Wirtschaft
zu fördern, steuerlich und zu unterstützen, in Form von steuerlichen Anreizen für investierende Unternehmen. Da habe ich eine Milliarde vorgesehen für diese unterstützenden Maßnahmen, bis hin zu KMU-Bonus für Klein- und Mittelunternehmen, die bei öffentlichen Ausschreibungen bevorteilt werden sollen. Das ist derzeit nicht der Fall. Und es ist mir natürlich auch wichtig, im Rahmen des Steuerkonzepts die Ökologie zu berücksichtigen. Und da haben wir ganz klar auf das Thema Klima-Lkw-Maut gesetzt und auch auf internationale CO2-Steuern im Bereich der Schwerindustrie. Also Sie haben vorgeschlagen Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, eine CO2-Lkw-Steuer, also nicht keine reine CO2-Steuer, sondern eine kilometerabhängige. Ganz genau. Wie schaut es eigentlich mit der Wertschöpfungsabgabe aus, mit der sogenannten Maschinensteuer? Die hat Ihr Vorgänger gefordert und Ihr Wirtschaftssprecher Christoph Matzelter macht das immer noch. Das ist jetzt kein Schwerpunkt in unserem derzeitigen Steuerkonzept. Aber ich finde schon, wenn Sie jetzt gerade die vermögensbezogenen Steuern erwähnt haben, dass es vor dem Hintergrund dieser großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und ich habe das Klima schon erwähnt, das ist das eine, Digitalisierung ein anderes, dass wir sagen müssen, hier muss Geld in die Hand genommen werden. Die Pflege wird nicht billiger werden. Wir brauchen eine Milliarde mehr im Pflegebereich, weil es immer mehr zu Pflegende geben wird in Österreich. Die werden sich fast verdoppeln in den nächsten 30 Jahren. Und dann ist es nur mehr als gerecht, dass wir sagen, 80% der Steuern wird derzeit von angestellten Arbeitnehmern bezahlt. Dass die besonders Vermögenden, die mehr als eine Million Vermögen haben, 0,5% des Vermögens über der Million in diesen Steuertopf, in unsere Zukunftsinvestitionen stecken und einen kleinen Teil davon beitragen. Und ich kenne ja auch einige wenige von denen, die wollen auch einen Beitrag leisten. Und man tut immer so, als wären das scheue Rehe, die dann nur eines wollen, nämlich flüchten. Ich glaube das nicht. Ich sehe das nicht. Und im Übrigen gibt es, glaube ich, 19 EU-Staaten, die bereits vermögensbezogene Steuern haben, darunter Deutschland, Schweiz und viele andere. Ja, die Besteuerung und die Arbeit nicht so hoch. Aber Frau Doktor, wenn man sich das alles anschaut, dann hat man das Gefühl, im Pflegebereich soll es mehr Geld geben, im Gesundheitsbereich ein Mindesteinkommen, 4-Stunden-Woche und so weiter. Muss die SPÖ nicht aufpassen, dass es viele, viele, viele Forderungen gibt, dass man am Ende ein bisschen als wirtschaftsfeindlich dasteht und halt diese Forderungen halt schwer zu finanzieren scheinen? Nein, ich bin jetzt wirklich drauf gekommen, auch die letzten 2 Jahre in der Politik, dass man immer sehr schnell nach der Finanzierungs- oder Gegenfinanzierung fragt, wenn ich Maßnahmen vorschlage. Gut, das bewährt auch so, wenn ich was kaufen will. Ja, aber ich habe die Diskussion nicht so laut gehört, wie die letzte Regierung noch 1,5 Milliarden Körperschaftssteuersenkung für die großen Unternehmer oder Konzerne, für die großen Konzerne beschlossen hat im Rahmen ihres Steuermodells. Und Sie wissen, das sind 1,5 Milliarden. Und das kommt nicht der gesamten Wirtschaft zugute. Das ist 5%. Das sind die ganz großen Konzerne, die von dieser Körperschaftssteuersenkung profitieren würden. Die kleinen, die mittleren Unternehmer, die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, würden von dieser Körperschaftssteuersenkung genau nichts haben. Aber genau die entlasten wir ja durch die 1.700 Euro steuerfrei, das ist ein 5 Milliarden Entlastungspaket. Und im Umgekehrten, wenn ich den Menschen durch diese Steuerentlastung und durch den Mindestlohn der 1.700 Euro mehr Geld fürs tägliche Leben gebe, dann was machen die denn mit dem Geld? Die gehen einkaufen, die leisten sich ja tägliches Leben damit, die gehen vielleicht, gönnen sie sich einen Friseur, wenn es sich ausgeht. Also das ganze Geld wird ja wieder in den Wirtschaftskreislauf gesteckt. Und wenn ich jetzt die Wirtschaftsforscher höre, und ich habe sie schon im Frühling gehört, wie sie sagen, Deutschland droht die Rezession und das kann natürlich auch sehr bald auf Österreich kommen, dass wir gegensteuern müssen einer potenziellen Wirtschaftsflaute. Und wie kann ich das machen? Indem ich den Konjunktur ankurbel, indem ich den Konsum ankurbel, indem ich den Menschen mehr Geld zum Leben gebe. Also das kommt ja wieder der Wirtschaft zugute. Und im Übrigen habe ich den KMU-Bonus schon erwähnt, den ich in meinem Wahlprogramm habe. Da will ich kleine und mittlere Unternehmen bevorteilen bei öffentlichen Ausschreibungen. Und ich habe übrigens sowas wie einen Reparaturbonus, auch in meinem Wahlprogramm, um der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken und sagen, lasst die Dinge, schmeißt es nicht weg, sondern lasst sie reparieren und ihr bekommt die Hälfte davon, bis zu 600 Euro, steuerlich ersetzt. Das ist ein Anreiz gegen die Wegwerfgesellschaft und das ist auch eine Förderung der Wirtschaft. Also ich sehe hier und die eine Milliarde, die ich schon erwähnt habe, wo ich sage, investierende Unternehmen
sollen 1 Milliarde entlastet werden. Lassen Sie vielleicht noch zu einem Thema uns kommen, das im Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat, das Thema der Parteifinanzierungen. Jetzt ist es ja so, dass im Nationalrat gemeinsam mit der FPÖ ein neues Parteienfinanzierungsgesetz beschlossen wurde. Kritiker haben hier von einem Anti-ÖVP- und Anti-NEOS-Gesetz beschlossen. Einer der Kernpunkte der Kritik war, dass der Rechnungshof das nicht so kontrollieren kann, wie er das gerne tun würde. Muss man diesen Vorwurf nicht letztlich auch ernst nehmen, dass es halt ein Gesetz ist, was speziell zwei Parteien mehr schadet als anderen oder schadet, betrifft? Nein, ich nehme die Stimmen ernst, die jetzt auch diskutieren und die jetzt laut geworden sind in den letzten Wochen. Und war übrigens schon am Mitte Juli diejenige, die gesagt hat, ja, gerne diskutieren wir darüber, setzen wir eine Expertengruppe zusammen, aber nicht nur ein Experte, vielleicht können wir ein bisschen mehr Experten aus den verschiedensten Bereichen. Das ist ja eine verfassungsrechtliche Frage, das ist eine finanztechnische, es geht um das Thema Kontrolle und Transparenz, demokratiepolitische Frage. Setzen wir all diese Experten an einen Tisch, gemeinsam mit Vertretern der Bundesregierung und denken wir nach, wie am Ende mehr Kontrolle und Transparenz im Bereich der Parteienfinanzierung ausschauen kann. Damit geben Sie zu, dass Sie das Gesetz jetzt eigentlich ohne diesen Aufwand, ohne diese Vorbereitung, ohne dieses Nachdenken einfach aus der Hüfte geschossen beschlossen haben? Nein, die Hüfte war es nicht, Herr Nowak, weil es war eine absolute Notwendigkeit nach diesem Ibiza-Video. Tiefpunkt jeglicher politischer Moral in Österreich in der Geschichte der Zweiten Republik. Wir haben gesehen, wie hier die Republik von einem ehemaligen Vizekanzler sozusagen zumindest theoretisch verkauft wurde. Und ich habe gesagt, da war notwendig, ein Stoppschild für käufliche Politik in Österreich aufzustellen. Und deswegen war es wichtig, noch vor Beginn des jetzigen Wahlkampfes, Parteispenden zu begrenzen mit 7.500 Euro, weil Politik darf nicht käuflich sein. Wir haben 2 Wochen Zeit gehabt im Parlament, bis zu diesem Parlamentsbeschluss, das in einer Verhandlungsrunde unter den Parteien zu diskutieren. Und im Übrigen kam der Rechnungshofvorschlag kein einziges Mal, auch nicht mit Antrag von Seiten der ÖVP. Sie behaupten es zwar, es kam kein einziger ÖVP-Antrag in diese Richtung. Wir haben gesagt, es braucht hier einen sauberen Wahlkampf. Deswegen in aller Kürze, 2 Wochen haben wir Zeit, machen wir ein Gesetz. Und wenn wir es erweitern wollen, machen wir es seriös. Fakten. Aber müsste man es nicht um die Vereine? Ja, genau. Ein Punkt fehlt aus dem Ibiza-Video. Und das wissen Sie ganz genau. In dem Video kommt ganz klar von HC Strache vorgeschlagen, die Vereinskonstruktion als Umgehung vor. Einer der Kerne dieses Videos. Und genau das, genau die Möglichkeit lassen Sie offen. Aber machen wir es? Ja. Aber ich sage Ihnen, ich habe einen Antrag eingebracht. Und wissen Sie, nicht gemacht mit der FPÖ? Ich habe sie eingebracht. Vor 2 Tagen habe ich den Antrag eingebracht dazu im Parlament. Ich habe jetzt einen Antrag eingebracht im Parlament. NEOS hat zugestimmt. Billiste Pilz, glaube ich, hat auch zugestimmt. Die einzigen, die nicht zugestimmt haben, waren die ÖVP. Diesem Antrag. Also es gibt diesen Waisenrat, wird es nicht geben, weil offenbar kein seriöses Interesse ist, dass man hier zu einer Lösung kommt, die nachhaltig ist, weil Sie wissen, das letzte Parteiengesetz ist ja gar nicht so alt, das ist aus dem Jahr 2012. Also ich finde es nicht zweckmäßig, dass wir alle 5, 6 Jahre beginnen, Parteigesetze aufzumachen. Wie sollte denn dann ein optimales Vereinsgesetz ausschauen oder ein optimales Parteienfinanzierungsgesetz? Kein Vereinsgesetz, das ist was anderes. ganz kurz, also ein Parteienfinanzierungsgesetz, dass die eben auch diese Vereine, wo es ja auch SPÖ-Vereine gibt, zum Beispiel die Gewerkschafter in der SPÖ, die auch Veranstaltungen gemacht haben, das würde Sie dann ja auch treffen. Also wie sollte ein optimales Gesetz ausschauen? Ja, aber dann bräuchte ich ja gar keine Expertengruppe. Das ist eine hochkomplexe Fragestellung, die kann man eben nicht in 2 Wochen lösen. Aber könnte man nicht sagen, es gibt einfach keine Spenden? In Österreich gibt es eh eine gute Parteienfinanzierung. Gar keine Spenden, meinen Sie? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Aber das ist natürlich, das musste man diskutieren, aber ich glaube, da werden einige Parteien große Probleme bekommen, nämlich vor allem voran die NEOS, die zum größten Teil aus einer Parteispende hier leben. Also ich glaube, und vor allem ist es natürlich demokratiepolitisch insofern problematisch, was neue Parteien betrifft. Und wir wissen, wenn jemand ganz neu sich bildet, dann hat er ja am Anfang noch keine öffentlichen, steuergeldfinanzierten Grundlagen, die ihn hier die er hier zur Verfügung hat und ist auf Spenden am Anfang angewiesen. Also wir müssen hier das demokratiepolitische Momentum hier schon berücksichtigen. Und jetzt ist ja eine Parteispende an und für sich noch nichts Böses. Aber es ist dann etwas Böses, wenn es einen gewissen Rahmen übersteigt, aus meiner Sicht, weil dann natürlich zumindest der Anschein der Käuflichkeit der Politik im Raum steht. Und das muss auf alle Fälle verhindert werden.
Ihr Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, das kennt niemand in Ihrer Partei, wie Sie natürlich wissen, hat in einem Standardgespräch gefordert, dass Migranten das Wahlrecht bekommen sollten, also Menschen mit Migrationshintergrund, die in Österreich leben. Sehen Sie das ähnlich? Also ich glaube, das war ein Live-Chat, glaube ich, gestern oder vorgestern im Standard. Ich habe den persönlich in der Gänze nicht gesehen, sondern nur die Überschrift, die sehr verkürzt, glaube ich, so wie Sie es jetzt dargestellt haben, sich ja, anhört. Standard, ich glaube nicht, dass Sie so Nein, die Überschrift. Ich habe nur die Zusammenfassung und habe nicht hineingehört, okay. Das wollte ich sagen. Aber das, was ich aus der Verkürzung herausnehme, ist, dass es ja nichts Neues ist. Das ist jetzt kein wirklich neuer Vorschlag, das ist keine neue Diskussion. Und im Übrigen wurde dieser Vorschlag vor mehr als 10 Jahren schon geprüft, nämlich vom Verfassungsgerichtshof. Und damals auch so beurteilt, dass es verfassungsrechtlich nicht möglich ist und es aus meiner Sicht zu respektieren. Das heißt, Sie sind nicht dafür zusammengefasst? Ich bin dafür. Dahinter liegt eine Frage, ein bisschen die SPÖ und das Thema Migration. Michael Häupl hat vor kurzem im Interview mit der Presse, muss ich auch mal zitieren, gemeint, dass das neue Proletariat Menschen mit Migrationshintergrund sein und dass das die neue Zielgruppe oder die eigentliche Zielgruppe der Sozialdemokratie darstelle und man sich um diese Menschen mehr kümmern müsse. Tut da die SPÖ zu wenig? Ich sehe das nicht. Es geht immer, die Bevölkerung als Ganzes zu sehen. Und bei dem Thema Integration oder Migration geht es ja vor allem um das Thema der Integration. Und das ist eines, das muss funktionieren und das beginnt für mich. Oder das sind zwei Bereiche vor allem essentiell. Das eine ist der bildungs- und der schulische Bereich, wo Integration gelebt werden muss. Und deswegen haben wir in unserem Bildungskonzept ja auch den ganz klaren Schwerpunkt gehabt, dass es hier mehr Deutschlehrer braucht, mehr Unterstützungspersonal, mehr schulpsychologisches Personal. Übrigens 800 dieses Lehrerinnen, Lehrer und Unterstützungspersonal wurde von Türkisblau gestrichen in der letzten Legislaturperiode. Das ist mehr als bedauerlich, weil es davon eigentlich mehr braucht. Und ich sage, es sind 5000 Lehrerinnen und Lehrer, die wir mehr brauchen, damit wir den Ort der Schule auch als Ort der Integrationsarbeit begreifen. Thema auch Brennpunktschulen, dass wir genauer dorthin schauen müssen, wo der Migrantinnen- und Migrantenanteil etwas höher ist, wo die Herausforderungen für das pädagogische Personal einfach so groß ist, dass sie es derzeit nicht mehr gut so schaffen können. Da darf man nicht wegschauen. Ich sage, es gibt jemand, der 7 Jahre verantwortlich, 6 oder 7 Jahre für das Thema Integration in Österreich verantwortlich war. Das ist Sebastian Kurz, zuerst als Staatssekretär, dann als Minister für Integration und Äußeres. Und ich frage mich wirklich, was in dieser Zeit substanziell im Bereich der Integration in Österreich weitergegangen ist. Ich kann nicht viel erkennen. Da muss man der Fairness halber sagen, die SPÖ war seit 1970 oder zumindest seit ich auf der Welt bin, bis auf, glaube ich, 9 Jahre auch immer in der Regierung und nicht selten für Bildung zuständig. Aber Integration ist ein eigenes Ressort und Staatssekretariat geworden, die letzten Jahre gewesen, ja auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen und der Herausforderungen in diesem Bereich. Und ich sehe die Lösungen und die großen Würfe nicht außer Showpolitik und Symbolpolitik. Also die Schule ist ein wichtiger Ort und natürlich auch der Arbeitsbereich. Wir müssen das Thema Lehre und Asylwerber, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, dass wir den Menschen ermöglichen, gerade in Berufen, in Mangelberufen, wo wir zu wenig Österreicherinnen und Österreicher finden, die diese Lehrberufe ergreifen, dass wir hier sagen, na klar laden wir, ist das ein guter Weg, Asylwerberinnen und Asylwerber hier in diese Lehren gehen zu lassen, diese auch abzuschließen, um denen natürlich auch die Möglichkeit zu geben, eine ausgebildete eine volle Ausbildung Gut, zu haben. Das teilen Sie auch mit bürgerlichen Vertretern oder zumindest ÖVP-nahen Persönlichkeiten. Ja. Darf ich eine europapolitische Frage noch stellen oder wird es zeitlich schon zu knapp? Danke sehr. Weil das findet in dem Wahlkampf interessanterweise kaum statt. Außenpolitik, internationale Politik, EU-Politik. Aber wir hatten gerade EU-Wahlkampf. Naja, trotzdem könnte man es vielleicht wichtiger als, wichtiger als diverse Schreider-Diskussionen, die wir so führen. Ganz, ganz einfach formuliert, sind Sie eigentlich eher Merkel oder eher Macron? Also eher für eine noch Zusammenführung, Zentralisierung in die Richtung oder doch eher so wie Merkel? Und dann vielleicht auch noch, wo stehen Sie eigentlich so bei dem ganzen Thema Finanzpolitik Europa? Eher Schleusen auf und Geld ausgeben oder eher Merkel-Austerität? Also
Ich glaube, Europa kann sich's gar nicht leisten, jetzt diesen Dualismus, den Sie jetzt in den Raum stellen, zu leben. Also jetzt für mich, ja, ich weiß, dass das zugespitzt ist und ich gebe die zugespitzte Antwort. Also wir können uns diese Dualität ja gar nicht leisten. Ich glaube, es hat historisch immer Sinn gemacht und macht in Zukunft noch mehr Sinn, diese deutsch-französische Achse gestärkt zu wissen und auch stark zu halten. Und wo Österreich sich einordnet, da gibt es für mich nicht den Macron oder Merkel. Ich meine, Deutschland ist für uns der wichtigste Wirtschaftspartner und wird es auch in Zukunft sein. Stichwort Automobilindustrie, Zulieferindustrie. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen. Und von daher hat Deutschland hier eine Sonderrolle. Macron ist sicher jetzt eine neue Gestalt, die mit viel Mut und Engagement hier versucht, neue Wege zu gehen im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Währungspolitik in Europa. Kann sagen, ich ordne mich vielleicht, wenn Macron spricht, von einer neuen starken Sozialpolitik in Europa, da ordne ich mich schon oft und sehr gerne Richtung Macron ein. Aber das ist kein Entweder-Oder, es braucht genau beides. Weil sonst wird Europa nicht wettbewerbsfähig sein in der Zukunft. Die Bedrohungen, auch wirtschaftspolitischer Natur durch eine Expansion der Russen auf der einen Seite, eine zunehmende chinesische Dominanz in Asien, das können wir nicht ignorieren, ganz abgesehen von USA und Trump. Das ist ein Kräfteparallelogramm, das auf Europa wirkt. Da müssen wir gestärkt auch mit einer gerade mit einer starken deutsch-französischen Achse agieren. Und dass man da versucht, die beiden immer wieder ein bisschen auseinander zu dividieren, finde ich fast lächerlich. Letztlich da auch mit der Brexit-Diskussion. Der Macron, der eher gesagt hat, er hat wenig Geduld mit den Briten. Die Frau Merkel, die da eher ein bisschen entspannter war, was die Situation betroffen hat. Ja, ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder und ich bin schon gar kein verlängerter Arm von Merkel oder Macron. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Das wirkt sich ja ganz konkret auch bei uns aus, diese Grenzkontrollen, die einerseits Österreich durchführt, Richtung Slowenien, Slowakei, andererseits Deutschland zu Österreich hindurchführt. Werden Ihre Kinder, unsere Kinder, meine Kinder das wirklich freie Reisen in Europa noch erleben innerhalb von Schengen? Oder muss man damit rechnen, dass es wieder wie in den 80er Jahren Grenzkontrollen gibt auf Dauer? Also solange wir keine funktionierende EU-Außengrenze haben, wird es immer wieder notwendig sein. Das sehe ich jetzt gegeben. Ich kann dann, weil Sie meine Kinder und unsere Kinder angesprochen haben, ich hoffe natürlich und ich werde alles dafür tun, dass wir den freien Personenverkehr und offene Grenzen innerhalb Europas, innerhalb Schengens natürlich leben können, in Zukunft mehr als das jetzt der Fall ist. Dazu braucht es aber endlich intakte EU-Außengrenzen. Dazu braucht es den Frontex-Schutz von tausenden Frontex-Soldaten mehr. Wir haben in den letzten Jahren leider diesbezüglich überhaupt keine Fortschritte gemacht. Aber finden Sie diese Grenzkontrollen, die Österreich zum Beispiel eben zu Slowenien, zu Slowakei macht, sinnvoll? Oder Deutschland zu Österreich? Ich würde sagen, solange wir, und das wird ja auch zugegeben seitens der Europäischen Kommission, dass der EU-Außengrenzschutz nicht flächendeckend oder nicht lückenfrei ist, weil einfach zu wenig Personal, Frontex-Personal vorhanden ist. Und Sie wissen, dass die Aufstockung jetzt auf 2025, 2026 verschoben wurde. Das ist ein langer Zeitraum. Und bis dahin müssen wir schauen, dass wir natürlich hier auch Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten. Und wenn dort oder da an vulnerablen Stellen eine Grenzkontrolle auch innerhalb des Schengen-Raums notwendig ist, solange das der Fall ist, dann wird das leider der Fall sein. Aber ich hoffe, dass das nicht mehr lang der Fall ist, sondern dass wir es schaffen, hier intakte und stabile und sichere EU-Außengrenzen und die illegale Migration stoppen können. Erlauben Sie mir eine private Frage. Geht Ihre Töchter zu Fridays for Future? Na, Töchter nicht. Die Kleine ist 9, die ist zu jung. Die 14-Jährige ist natürlich dabei gewesen, die ist im Frühling mehrmals mitgegangen, natürlich mit Erlaubnis der Lehrerin und auch meiner Erlaubnis. Und die war auch bei der Greta Thunberg, die war ja einmal da und hat am Heldenplatz eine Ansprache gehalten. Auch dort war meine Tochter. Und das ist gut so, weil es zeigt dieses Engagement, diese Emotionalität, die die Jugend hier mitbringt. Und meine Tochter bringt das nicht nur, indem sie dort mitgeht auf der Straße, sondern sie bringt es mir natürlich auch nach Hause an den Familientisch. Und da frage ich mich dann schon, und das berührt mich auch als Mutter zweier Kinder, welchen Planeten überlassen wir unseren Kindern? Da haben wir eine riesige Verantwortung. Kommen wir endlich ins Tun im Kampf gegen die Klimakrise und hören wir auf zu reden. Gut, das ist so gesehen auch ein schönes Schlusswort gewesen. Hören wir auf zu reden. Ich bedanke mich bei Rainer Nowak fürs Fragenstellen bei Ihnen.
Frau Pamela Rendi-Wagner als Gast. Und im Zentrum diskutieren wir heute Abend auch wieder rund um die Wahl. Heute sind die Vertreter der Parteien bei Claudia Reiterer zur Frage, wer schützt den Staat? Zu Gast sind unter anderem Ex-Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ oder Josef Czap von der SPÖ um 22.10 Uhr hier auf ORF2. Hier geht es jetzt gleich weiter mit der zweiten Wahlpressestunde. Zu Gast bei Hans Bürger ist ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Mir bleibt jetzt noch, Ihnen einen angenehmen Sonntag zu wünschen. Auf Wiedersehen.